Hey ho, meine Lieben, ich habe mir heute überlegt, ich hole unten vom Dönerladen lecker Döner und dann machen wir mal so ein Döner-Testvideo. Nee, kannst du vergessen. Wie kann ich vergessen? Ja. Heute gibt es keinen Döner. Nein? Nein. Warum nicht? Nee, du bringst erstmal hier den gelben Sack runter und heute gibt es gefüllte Paprikaschoten mit Hackfleisch und Reis dazu. Okay, das hört sich auch gut an. Ja. Naja, dann habe ich wenigstens die Jacke nicht umsonst angezogen. Und du legst los? Genau, ich lege jetzt los. In der kleinen, feinen Küche. Aber feinen Küche. Aber. Ja. Das lernt sie auch noch. Ja. Manu legt drüben los. Ich bringe den gelben Sack schnell runter. Und ich stelle noch die Cam rüber. So, ja. Tja, die Krokotte haben wir schon hergerichtet. Die werden wir nachher brauchen. Um die Paprika reinzutun. Ja. Wenn die gefüllt sind. Und ich lasse jetzt die Cam einfach mal hier laufen. Und du kannst walten und schalten, wie du willst. Ich bin gleich wieder heroben. Okay. Weil diese Paprika, die gelbe und die rote, die mache ich für die Soße. Bin da, dennoch. Ja. So, die rote Paprika wird jetzt ausgehöhlt. Für das Hackfleisch, wenn man sie füllt. Ja Leute, was ganz böse ärgerlich ist, ist wenn man eine Paprika aufmacht und die innen so aussieht. Da bleibt einem dann wirklich nichts anderes übrig als und tschüss. Aber die anderen zwei Paprikas sehen ja gut aus, oder Schatz? Ja, die sind ja, in Ordnung. Einwandfrei. Und ja, dann können wir halt bloß zwei Paprikas füllen. Die gelbe und die grüne sind schon zusammengeschnitten. Ja. Die sind ja für die Soße gemacht. Okay, dann kriege ich halt nur eine Paprika. Ui, was machst du da mit der Paprika? Ja, ich mache jetzt die Paprika ein bisschen anbraten, dass es einfach ein bisschen Aroma gibt für die Soße. Ah ja, okay. Gebratene Paprika ist das. Geil. So, hier haben wir jetzt Hackfleisch. Das würze ich jetzt und dann kommt da noch eine halbe. Ja gut, halbe Zwiebel, die ist ein bisschen sehr groß. Machen wir halt drei Viertel davon in den Hackfleischbissen rein, würzen das mit Salz und Pfeffer. Ja, und hast du noch ein Brötchen, der altes? Toastbrot. Toastbrot haben wir noch, gut. Ja. Ein Toastbrot fürs Hackfleisch, ja. Genau. Gut. Gut. Und das mache ich jetzt auch. Jetzt natürlich das Hackfleisch schön verkneten. Die Hälfte neben rausschmeißen. Ja, passiert auch ab und zu mal. Spatzel, du gleichst dich echt an mich an. Das ist doch schön. Dann fällt es auch nicht so auf. Richtig. Gut, lass mal Manu schnell das Hackfleisch fertig verkneten und dann schauen wir, was er weitermacht. Richtig. Manu hat noch gemeint, vielleicht noch irgendein Gewürz. Nein, und tja, jetzt bin ich heute doch noch mein Spießbratengewürz losgeworden. Habe ich das halt, ja, hier ist Hackfleisch, naja, ein bisschen was. Jetzt füllen wir die Paprika mit Hackfleisch. Mal gucken. Nicht so viel. Dann machen wir jetzt die Deckel drauf von der Paprika und stellen sie dann ein bisschen zur Seite. Für die Soße brauchen wir Paprika. Habe ich die gegrillte Paprika gemacht. Den Rest von dem Paprika-Boden, eine Zwiebel und gehackte Tomaten.
Die Paprika habe ich jetzt klein geschnitten und die Zwiebeln und den Knoblauch. Und das geht jetzt rüber zu der Kokotte. So, Butterschmalz habe ich schon in der Kokotte drin. Und jetzt warten wir, bis der Butterschmalz ein bisschen warm ist. Dann machen wir erstmal die Paprika ein bisschen anrösten. So, jetzt kommt die Paprika rein. Wird in allen Seiten ein bisschen angeputzelt. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Frikadellen an. Braten ein bisschen, die jetzt leider nicht in der Paprika sind. Dann kommen die gleich zur Seite. Und dann rösten wir dann die Zwiebeln und die Paprika in der Kokotte ein bisschen an für die Soße. So, jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Und der Knoblauch. Ein bisschen angeröstet. So, die Zwiebeln habe ich jetzt ein bisschen angebraten. Jetzt kommt die Paprika dazu. So, dann mache ich noch ein bisschen Tomatenmark jetzt rein. Dass man so alles im Kühlschrank so findet. Und ein bisschen Paprikamark. So, hast du das auch gefunden? Ja. Das ist lecker. So, jetzt kommt die Brühe dazu. Die komplette. Und die gehackten Tomaten. Und das lassen wir jetzt schön aufkochen, ein bisschen. Und jetzt machen wir die Paprika rein. In die schöne Soße. Das Hackfleisch. Und machen jetzt den Deckel drauf und das Ganze ein bisschen kochen. So, jetzt gucken wir mal, wie die Paprika aussieht. Die Soße wird ein bisschen abgeschmeckt mit Pfeffer und ein bisschen Knoblauch noch. Und warten jetzt so circa 3/4 Stunde, bis die Paprika ganz weich ist. Und dann schalte ich dann den Reis ein. Ui, fertig! Das Essen ist jetzt fertig. Ah. Jetzt hole ich alles wieder raus. Was? Und mache ein bisschen die Soße. Ach so. Am Dicken. Deswegen. Okay. Willst du das Ganze klein mixen oder? Nein. Oh, ich liebe es, wenn so Gemüsebröckchen nämlich in der Soße drin sind. Mmh.
Du kannst aber auch hier drüben, hier, da, was da dran hängt. Das geht schon. Meinst du? Und jetzt nur diese. Das passt doch nicht alles auf die Kleine. Nein, mach ich doch gar nicht. Hilfe! Du brauchst dir keine Gedanken machen, ich krieg das schon irgendwie hin. Was hat sie vor, Leute? Ich sabber mir einen hier. Was suchst du? Schneebesen. Ach, siehst du. Genau. Oh Mann, nächster Telefonanruf haben wir jetzt verpasst, wie die Schneeschwitze da reinkommt. Na, zumindest zum Teil. Ja, irgendwann werde ich das auch noch lernen. Aber so langsam habe ich es, glaube ich, schon begriffen, so halbwegs. So halbwegs? Ja, ein bisschen habe ich da ja jetzt auf die Finger geguckt. Boah, ist alles zusammengefallen. Lecker, lecker Schmecker. Ist die Soße jetzt fertig? Ja. Und? Lecker? Da fehlt noch mal ein bisschen was. Irgendwie. Oh, Moment. Gib mir mal den Löffel. Probiere ich auch noch mal. Nö, da fehlt gar nichts. Da fehlt gar nichts? Da fehlt nichts. Gut. Boah, Leute, das schmeckt richtig geil. Jo, im nächsten Schritt werden wir dann am Brettchen einen angerichteten Teller sehen. Leute, ich sag's euch, heute geht's mir so richtig gut. Ich muss nicht einmal einen Teller anrichten. Eigentlich nur nachher gleich das Probierle machen und euch natürlich den fertigen Teller zeigen. Das mache ich dann wieder. So Leute, das wäre jetzt mein Tellerchen. Mit der Paprika, mit der gefüllten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt das Probierle. Bloß nicht die Gosch verbrennen. Lecker. Richtig gut geworden, das Söffle. Geil. Reis für eine ganze Kompanie. Mal schauen, ob man damit auch noch was einfällt. Aber Leute, meine Manu wird nachher ganz bestimmt noch fürs komplette Fazit auch noch mit vor die Cam kommen, weil ich gehe jetzt rüber zum Essen. Bis denn. Lecker. So Leute, da wären wir. Genau. Also, mir hat richtig, richtig lecker geschmeckt, die gefüllte Paprika mit dieser Soße, mit diesem Gemüsestückchen noch mit drin. Genauso wie ich es mag. Der Reis war einwandfrei. Wie halt Reis schmeckt, was soll ich noch viel dazu sagen, hast du richtig lecker gemacht. Das ist schön. Was hast du selber davon gefunden jetzt? Ich fand das ganze Essen gut. Ja,
Wie ich es immer mache. Ich habe dir ja noch das Spießbratengewürz ins Hackfleisch rein. Ja. Kam das gut? Das kam sehr gut an, ja. Hm, okay, okay. Ja, dann sind wir fertig, sind wir durch mit dem Video. Und die nächsten Folgen. Genau, definitiv. Tschaikowski. Tschüss.